Es kann natürlich dann aber auch nicht sein und so eine Hektik, die nach dem Spiel passiert, darf auf jeden Fall nicht damit verbunden sein, dass der selber neben so einen Kopfnuss hier bekommt. Das ist auch einfach mal Fakt. Ja. Ich will da immer, ja, er hat auch schlussendlich recht, eine Emotion ist da. Wie kommt sie auch in so ein Spiel, wenn man diese Entscheidung von dem Schiedsrichter auch mitzieht? Trotzdem ist der ein Abpfiff und dann müssen wir rein und sagen, okay, Männer, wir haben verloren und dann gehen wir Check-Hands und dann gehen wir rein, aber da darf es einfach nicht passieren. Schlussendlich kann ich ja nur meine Mannschaft versuchen zu erziehen und da müssen wir einfach dann vielleicht nach dem Spiel die Emotionen dann sofort in den Griff kriegen. Gelingt nicht immer, von daher hat der Trainerkollege ja recht, das ist einfach mal dumm gelaufen, aber ich verstehe das auch nicht, dass man unbedingt gerade einen Kopfnuss verteilen muss und das bleibt dann doch so ein bisschen negativ bei mir hängen. Ja. Danke.